Wir befinden uns im Industriegebiet von Neuhausen in der Schuhwaldstraße bei der Firma Balluff. Wir sind alarmiert worden zu einem Gefahrgutaustritt, so heißt das Stichwort der Alarmierung. Beim Eintreffen der Feuerwehrfahrzeuge habe ich als Einsatzleiter zunächst Kontakt mit dem Krisenmanagement der Firma Balluff aufgenommen. Die Firma Balluff hat ein hervorragend funktionierendes Räumungs- und Krisenmanagementkonzept. Somit konnte ich sofort Einfluss darauf nehmen, dass das Gebäude sofort geräumt wird, unter der Berücksichtigung, dass die Personen, die in der Ebene 5 von dem Ereignis betroffen waren, getrennt den Raum verlassen haben, wie die anderen, die direkt rausgegangen sind. Die Feuerwehr Neuhausen ist ausschließlich mit Abendschutz vorgegangen, weil genaue Ursachen und Luftvorgänge im Gebäude nicht vorhersehbar waren. Beim Eintreffen durch den Einsatzleiter wurden sofort weitere Komponenten nachalarmiert, unter anderem der Messzug der Feuerwehr Ostfildern, der große Einsatzleitwagen EW 2 von der Feuerwehr Esslingen, Kreisbandmeister des Landkreises Esslingen sowie Gerätewagen Abendschutz der Feuerwehr Esslingen. Das Gebäude hat eine Lüftung wie jedes Industriegebäude. Wir haben darauf eingewirkt, dass sie sofort abgeschaltet wird. Zum Zeitpunkt zum Eintreffen des Feuerwehrs war das Teil bereits nach draußen gebracht worden, in einem sicheren Abstand zum Haupteingang, wurde von Mitarbeitern der Firma Balluff abgelöscht und von dem ging keine Gefahr mehr aus. Wir können nur sagen, dass es von einer Maschine ein Bauteil war. Die Dämpfe, die ausgetreten sind und die Informationen, die wir vom Betrieb erhalten haben, konnten wir daraus schließen, dass Blausäuredämpfe unter anderem ausgetreten sind, was die Messungen nachher auch bestätigt haben. Die Feuerwehr war mit ca. 60 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst wurde alarmiert, weil hier nach einem Gefahrstoffaustritt mehrere Personen über Unwohlsein klagten. Gemeinsam mit der Feuerwehr ein, da es sich hier um einen Gefahrstoff handelte, wurde das Gebäude evakuiert. Man hat die betroffenen Personen gesammelt und dann einer Sichtung zugeführt. Also insgesamt waren es 30 Personen, die primär über Unwohlsein und Beschwerden klagten. Wir haben dann eine ärztliche Sichtung aufgebaut und mussten infolgedessen 19 Patienten zur weiteren Beobachtung in die umliegenden Kliniken einweisen. Der Rettungsdienst war mit ca. 60 Einsatzkräften vor Ort, darunter 6 Notärzte. Die Besonderheit war, dass es der Gefahrstoff Blausäure im Raum stand, dass er ausgetreten ist und Blausäure ein sehr gefährlicher Stoff ist, der im Prinzip im Nachhinein zum Tod führen kann. Ja, die Betroffenen klagen über Unwohlsein, die klagen über Übelkeit und Atembeschwerden. Es ist so, wir haben in einer Produktionsanlage, in einem Gebäudeteil von uns, hat sich ein Gerät erhitzt. Dadurch sind Dämpfe entstanden. Und um da natürlich unsere Mitarbeiter zu schützen, haben wir umgehend Sofortmaßnahmen eingeleitet. Das Gebäude wurde evakuiert und die Rettungsdienste wurden entsprechend alarmiert. Die genaue Ursache untersucht aktuell und wird die Polizei untersuchen. Im Gebäudeteil befinden sich 180 Mitarbeiter circa und da haben wir auch geguckt, dass auch diese Mitarbeiter alle praktisch ärztlich untersucht worden sind, um auszuschließen, dass hier oder um einfach sicherzustellen, dass es unseren Mitarbeitern gut geht und wir da die notwendigen Maßnahmen einläuten. Da haben wir einen Notfallplan, da sind wir gut aufgestellt. Unser Krisenstab, der wurde umgehend zusammengetrommelt und hat sich besprochen, jeder nach seiner Rolle und Verantwortung, was jetzt notwendig gewesen ist, um dann die richtigen Maßnahmen einzusetzen.